Also, meine Damen und Herren, wir sind bei den Wechselströmen und insbesondere bei den Wechselstromwiderständen. Ein Kapitel, was oft zu Unklarheiten und zu Verwirrung führt, und ich hoffe, dass sich diese Verwirrung durch meine Erklärungen nicht noch vergrößere, sondern vermeiden kann. Wir haben gestern gesehen, dass es nützlich ist, bei diesen elektromagnetischen Schwingungen, sprich bei der Wechselstromlehre, die Widerstände durch komplexe Impedanzen darzustellen und Spannungen und Ströme mit ihren periodischen Zeitabhängigkeiten als komplexe E-Potenzen darzustellen, sodass dann die tatsächlichen Spannungen und Ströme als die Realteile dieser komplexen Zahlen dargestellt werden. Wir haben das gestern formal und mit den komplexen Zahlen durchgeführt, und Sie haben auch gesehen, was sich da dann für komplexe Impedanzen für einen ohmschen Widerstand, für eine Spule und für einen Kondensator ergeben hat. Heute möchte ich das noch versuchen zusätzlich zu veranschaulichen, indem wir jetzt konkret diese einzelnen komplexen Größen und ihre Zusammenhänge in der komplexen Ebene mit Zeigern darstellen kann. Diese Zeigerdarstellung hat dann insbesondere den Vorteil, dass man auch kompliziertere Schaltungen, wo mehr als nur ein Wechselstromwiderstand drinnen enthalten sind, dass man auch kompliziertere Schaltungen damit recht übersichtlich darstellen kann. Das machen wir also heute. Wir sprechen jetzt gleich zu Anfang über die Zeigerdarstellungen. Sie kennen die Zeigerdarstellung schon aus der Mechanik. Und das, was Sie da aus der Mechanik kennen, das zeichne ich jetzt nicht noch einmal auf. Wir hatten bei der Mechanik schon gesagt, wir können Schwingungen mit komplexen E-Potenzen darstellen, und wenn man da so eine komplexe E-Potenz in der komplexen Ebene darstellt, dann entsteht ein Zeiger, der sich während der Schwingung im Gegenuhrzeigersinn in der komplexen Ebene, sprich in der Tafelebene, bewegt. Der reelle Anteil, also der Realteil, ist die waagrechte Komponente, und im Lauf der Zeit, während der Rotation des Zeigers, geht diese waagrechte Komponente hin und her, und das ist die Schwingung, um die es geht. Das hatten wir schon genau in der Mechanik besprochen, und ich glaube, Sie werden sich auch daran erinnern. Was ich jetzt speziell an den Anfang stellen möchte, ist, wie man diese Zeigerdarstellung insbesondere im Zusammenhang mit der Wechselstromlehre und mit den komplexen Darstellungen von Spannung und Strom verwenden kann. Also, wir sprechen über die Zeigerdarstellung. Darstellung in der Wechselstromlehre. Wieder natürlich, muss ja sein, spielt sich die Sache in der komplexen Ebene ab. Und diese komplexe Ebene wird charakterisiert da durch eine reelle Achse und eine imaginäre Achse, und im Ursprung ist die Zahl 0. Und wenn wir da jetzt generell einen Spannungsverlauf und einen Stromverlauf zeigen wollen, dann können wir das zum Beispiel in der Weise machen, dass wir hier eine Spannung als komplexe Zahl, die gerade hier dann vorhanden ist, und einen Strom etwa ebenfalls als komplexe Zahl hier darstellen. Das geht in der Form, dass wir sagen, U ist gleich U0 mal E hoch I Omega T, und I
ist gleich I0 mal E hoch I mal Omega T minus Phi. Das hatten wir gestern schon so aufgeschrieben. Der Betrag der E-Potenz ist immer 1 dieser komplexen E-Potenz. Das heißt, das U0 wird die Länge dieses Zeigers sein und das I0 wird die Länge dieses Zeigers sein. Und der Winkel zwischen diesen Zeigern, das ist die Phasenverschiebung Phi. Und das ganze Ding hier bewegt sich, rotiert in der komplexen Ebene um den Ursprung mit der Winkelgeschwindigkeit Omega. Warum mit der Winkelgeschwindigkeit Omega? Weil dieses Omega, wie es hier drinnen steht, diese Kreisfrequenz Omega ist gleich 2 Pi Nü, wenn Nü die Frequenz in Schwingungen pro Sekunde ist, oder gleich 2 Pi durch T, wenn T die Schwingungsdauer einer Schwingung ist. Denn wenn die Frequenz Nü ist, Schwingungen pro Sekunde, dann ist die Schwingungsdauer 1 durch Nü. Denn je größer die Frequenz, desto kleiner die Schwingungsdauer. Wenn die Frequenz 10 Hertz ist, dann ist die Schwingungsdauer eine Zehntelsekunde. Das ist Ihnen lang bekannt. Wenn aber diese Kreisfrequenz, so wie sie da drinnen steht, gleich 2 Pi durch T ist und Sie sich klar machen, dass 2 Pi der volle Winkel im Bogenmaß ist, dann ist 2 Pi durch T genau die Winkelgeschwindigkeit, der volle Winkel in der Schwingungsdauer T. Und daher ist diese Kreisfrequenz auch die Winkelgeschwindigkeit der Drehung dieser Zeiger in der komplexen Ebene. Deswegen bezeichnet man es ja auch mit dem Buchstaben Omega, sowie auch die Winkelgeschwindigkeit bei der Kreisbewegung zum Beispiel, wenn Sie sich an die Mechanik zurückerinnern. Das ist kein Zufall. Dieses Omega als Kreisfrequenz, als Faktor in diesen Beziehungen, ist gleich auch die Winkelgeschwindigkeit der Zeiger in der komplexen Ebene. Und man macht es einfach so, dass das im Gegenuhrzeigersinn geht, weil man sich halt für irgendwas entscheidet. Und weil da die reelle und da die imaginäre Achse ist. Und U0 und I0 sind die Beträge von U und I, weil der Betrag von U ist gleich U0 mit dem Betrag von der komplexen E-Potenz und das ist immer 1. Ja? Und dieses U0 und I0 sind nicht nur die Beträge der Zeiger, sondern damit auch die Amplituden, weil wenn sich das herumdreht und wir schauen uns ja immer da hier die Komponenten hier an, entweder so oder so, diese Komponenten in der reellen Achse, also die Realteile, schwingen hin und her, während sich das Ganze bewegt, da drinnen in der komplexen Ebene. Und die Beträge hier sind die maximalen Komponenten. Wenn ein Zeiger gerade waagrecht steht, dann wird gerade nur der Realteil wichtig sein und der ist dann gleich der Amplitude, also gleich dem Betrag des entsprechenden Zeigers. Also die Beträge der Zeiger sind die Amplituden der entsprechenden physikalischen Größen. Und im Allgemeinen wird, also wie wir ja gestern schon gesehen haben, es eine Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom geben. Und das äußert sich dadurch, dass die Zeiger hier in unterschiedlichen Richtungen sind. Aber die Phasenverschiebung bleibt dann bei sonst ungeänderten Bedingungen auch konstant. Das heißt, dieses ganze Ding dreht sich wie eine starre Anordnung in der komplexen Ebene, während dieser Vorgang, dieser Wechselstrom- und Wechselspannungsvorgang in der Zeit abläuft. Ist Ihnen das verständlich?
Haben Sie da Fragen dazu? Das sollte Ihnen wirklich, das sollten Sie sich verinnerlichen, dass man sich klar macht, was man eben mit Hilfe dieser Zeigerdarstellung eben konkret beschreiben kann. Keine Fragen, okay. Also das ist einmal der Ausgangspunkt. Und jetzt können Sie sich sicher schon überlegen, dass man jetzt diese allgemeine Darstellung für die einzelnen Fälle, die wir gestern durchbesprochen hatten und auch am Experiment schon gesehen haben, sich leicht klar machen kann. Wie liegen also die Spannungs- und Stromzeiger für den Fall, dass unser System, an dem man die Spannung anlegt, ein einfacher Ohmscher Widerstand ist? Oder eine Spule? Oder ein Kondensator? Oder vielleicht sogar eine kompliziertere Anordnung von mehreren dieser Elemente, dieser Schaltelemente? Das werden wir uns jetzt anschauen. Nicht für was Gott viele komplizierte Schaltungen, aber doch für einige Schaltungen, die auch von einer gewissen Bedeutung sind. Also schauen wir uns das an, einmal für den Ohmschen Widerstand. Ich schreibe vielleicht hier noch allgemein her den Zusammenhang zwischen U und I. Wir hatten geschrieben, U ist gleich Z mal I. Und mit dieser Darstellung, wobei man aus Z die komplexe Impedanz bezeichnet, kann man stets erreichen, dass man U und I miteinander in Beziehung setzt. Und man erreicht auch, dass das Z, diese komplexe Impedanz, eine zeitunabhängige Größe ist. Was man nicht erreichen würde, wenn man gar nicht komplex arbeitet, sich denkt, ich mag das alles nicht und nur U ist gleich I mal R schreibt, aber U und I sind die reellen schwingenden Spannungen und Ströme, dann kommt das R zwar auch reell heraus, was ja ganz schön ist, ist aber zeitabhängig und das ist äußerst unpraktisch. Damit kann man nichts anfangen. Also eine derartige Darstellung in Anlehnung an das übliche Ohmsche Gesetz geht nur mit der komplexen Darstellung. Diesen Zusammenhang haben wir für alle diese verschiedenen Widerstände. Und beim Ohmschen Widerstand hat man also, dass diese komplexe Impedanz einfach gleich R ist. Also haben wir U ist gleich R mal I. Und dieses R ist also in dem Fall die komplexe Impedanz. Damit ergibt sich, weil R ja eben dann eine reelle Größe ist, dass das Zeigerdiagramm sehr einfach ist. Wir haben einmal den Stromzeiger und dann den Spannungszeiger. Wenn wir zum Beispiel das als den Stromzeiger IR anschauen, schreiben wir UR und IR, um klar zu machen, dass es sich um den Ohmschen Widerstand R handelt. Und der Spannungszeiger geht in die gleiche Richtung, das ist dann das UR. Und die beiden sind proportional mit einer reellen Größe, daher parallel im Zeigerdiagramm. Das Ganze bewegt sich da mit der Winkelgeschwindigkeit Omega um diesen Ursprung hier herum. Das ist I0R, die Amplitude des Stromes. Das ist U0R, die Amplitude der Spannung. Und das ist einfach R mal I0R. UR ist R mal IR, das gilt daher auch für die Amplituden. Diese beiden Zeiger sind da so zusammengeheftet, zeigen immer in die gleiche Richtung, daher sind U und I immer gleichphasig, während sich das da mit der Winkelgeschwindigkeit Omega herumdreht und die Geschichte ist klar. Ganz einfach. Wenn es nur das gäbe, braucht man die ganze komplexe Geschichte nicht. Aber als nächstes schauen wir uns also an, wie sieht's aus mit der Spule.
mit Induktivität L. Da hatten wir ja einen Zusammenhang, dass das UL gleich ist I Omega L mal I L. Das I Omega L ist in dem Fall das Z. Z ist I Omega L. Da ist das Z gleich R. Na, wie schaut das jetzt aus? Wenn wir da hier uns das entsprechende Zeigerdiagramm aufzeichnen, dann kriegen wir, dass wir hier den Strom I wieder haben. Den tragen wir immer jetzt waagerecht auf, können wir ja. Das ist also das IL. Und dann andererseits die Spannung ist I Omega L mal IL. Na, so wie wir es hier gerade auftragen, liegt er waagerecht in der reellen Achse. Das ändert sich natürlich, während dann das weiter mit der Winkelgeschwindigkeit Omega sich dreht. Aber wenn man da mit einer Größe I Omega L multipliziert, zeigt daher die Spannung UL nach oben. Wir haben hier diesen rechten Winkel, Pi halbe, und die Spannung eilt dem Strom bei dieser Drehung um 90 Grad vor. Wir haben hier wieder I0L und hier kriegen wir dann U0L und das ist dann betragsmäßig einfach Omega L mal I0L. Weil wenn Sie da die Beträge nehmen, der Betrag von I ist 1, bleibt Omega L mal I0L. Nun, als drittes schauen wir uns den Kondensator an. Mit der Kapazität C, da kriegen wir dann ein UC. Und dieses UC ergibt sich jetzt entsprechend als wieder die Impedanz mal IC. Immer haben wir U ist gleich Z mal I. Und diese komplexe Impedanz des Kondensators ist minus I durch Omega C. Und das ist zu multiplizieren mit IC. Und auch das kann man sich sofort einfach anschauen, indem man also wieder hier in der komplexen Ebene den Strom IC halt hier jetzt waagrecht aufträgt. Ich kann das auftragen, wie ich will. Da habe ich beide so irgendwie schief aufgetragen. Das ändert sich ja laufend bei der Drehung. Ich schaue mir halt gerade einen Moment an, wo das IC waagrecht liegt, sprich nur eine reelle Zahl ist in dem Moment. Und dann kommt das UC als minus I durch Omega C aus. Zeigt daher nach unten, das ist das UC. Wieder ein rechter Winkel, wieder dreht sich das Ganze im Gegenuhrzeigersinn mit der Winkelgeschwindigkeit Omega. Und wir haben hier den Fall, dass also jetzt das IC um Pi halbe oder 90 Grad vorauseilt vor dem UC. Und diese beiden sind wieder so fest verankert und das Ganze dreht sich da im Laufe der Zeit mit der Winkelgeschwindigkeit Omega. Die Realteile sind dann immer die tatsächlichen Spannungen und Ströme. Wieder ist das hier die Amplitude I0C und da bei dieser Amplitude haben wir wieder ein U0C und das ist dann entsprechend das Minus fällt beim Betrag weg, das I auch, also IC durch Omega C. Durch Omega C. So schau I0C, so, also die Amplitude I0C durch Omega C. U0C ist I0C durch Omega C. U0L ist I0L mal Omega L. Das ist hier die entscheidende Darstellung. Diese drei Zeigerdiagramme sind sozusagen die Urzeigerdiagramme, aufgrund derer man die Darstellungen für ohmsche Widerstände,
für Spulen und für Kondensatoren verstehen kann. Gibt es dazu irgendwelche Fragen? Ist es für Sie verständlich oder haben Sie dazu Bemerkungen, meine Damen und Herren? Hand aufs Herz. Das freut mich aber. Also beim Ohmschen sind sie beide parallel, bei der Spule geht die Spannung voraus um 90 Grad, beim Kondensator geht die Spannung hinten nach oder der Strom voraus um 90 Grad. Dass wir hier immer den Strom waagrecht eingezeichnet haben, hat nur die einfache Begründung, dass wir eben diese Darstellung in der Form U ist gleich Z mal I genommen haben. Und wenn man dann das I reell wählt, dann sieht man sofort, was dieses Z dann damit macht. Wenn Z auch reell ist, bleibt es reell. Wenn Z rein imaginär ist, dann tut es das nach oben. Und wenn es auch rein imaginär, aber mit einem Minus ist, zeigt es nach unten. Damit sieht man sofort, wie es da zu diesen Phasenverschiebungen mit voreilender Spannung bei der Spule und nacheilender Spannung beim Kondensator kommt, entsprechend den Interpretationen physikalisch, die wir gestern schon gegeben haben. Das kommt hier formal und geometrisch ganz einfach so heraus. Gut. Und jetzt, wenn wir das wissen, ist es relativ leicht, sich zu überlegen, wie man denn jetzt vorgehen kann. Einerseits formell, also formal mathematisch und andererseits auch mit Hilfe der Zeigerdarstellung, wenn man zum Beispiel eine Serienschaltung von R, L und C betrachtet. Das ist also jetzt eine spezielle, etwas kompliziertere Schaltung, wo halt mehr als nur ein solches Schaltelement gleichzeitig vorkommt. Wir wählen also einmal die Serienschaltung. Ich möchte noch erwähnen, indem hier mit dieser Darstellung U gleich Z mal I geschrieben werden kann, haben wir eine formale Analogie zur Gleichstromlehre. Denn dort hatten wir U ist gleich R mal I. Und aus dem heraus hatten wir bei den Gleichströmen ja die Kirchhoffschen Regeln entwickelt. Mit der Knotenregel und mit der Schleifenregel, wenn Sie sich da noch dran erinnern. Diese Regeln lassen sich jetzt formal 1:1 übertragen, auch auf Wechselströme, wenn die entsprechenden Größen alle in komplexer Form aufgeschrieben werden und die Widerstände in Form von komplexen Impedanzen dargestellt werden. Man macht das Ganze einfach nur halt mit komplexen Zahlen anstatt mit reellen Zahlen. Aber der große Vorteil ist dann, dass man dann sonst eben insbesondere diese Kirchhoff-Regeln und alles, was daraus folgt, sozusagen ungeschauter übernehmen kann, weil die Vorgänge völlig analog verlaufen. Wir haben die gleichen Grundgleichungen, schauen gleich aus, nur da schreiben wir halt Z anstatt von R, damit man halt klar macht, es handelt sich hier um eine komplexe Impedanz. Aber das Ganze reduziert sich sofort wieder, wenn man nur ohmsche Widerstände hat, dass dann eh da für Z nur mehr R steht und dann ist es alles wieder die alte Geschichte, die man schon kannte, nur es geht eben auch für komplexe Zahlen. Also wenn wir so eine Serienschaltung betrachten, dann können wir sie uns ja mal aufzeichnen. Wenn wir also da so eine Wechselspannungsquelle haben, dann können wir da also einen ohmschen Widerstand R, eine Spule L und einen Kondensator in Serie schalten, so wie ich das hier halt
aufzeichnen möchte. Hier haben wir eine Spannung U, eine Wechselspannung, die da angelegt ist. Und man kann also davon ausgehen, es gibt hier Spannungen an dem ohmschen Widerstand, an der Spule und am Kondensator. Und es gibt auch eine Gesamtspannung, eben U, an dieser Spannungsquelle. Und die Spannung am Widerstand nennen wir natürlich UR, an der Spule UL, am Kondensator UC. Naja, und es muss natürlich jetzt gelten, U ist gleich UR plus UL plus UC. Das folgt letzten Endes schon aus den Kirchhoffschen Regeln und aus den Regeln erfolgt dann weiterhin, dass man erhält, der Gesamtwiderstand, sprich die Gesamtimpedanz Z dieser Anordnung ist, so wie es heute ist, wenn man drei Widerstände in Serie schaltet, die Summe der einzelnen in Serien geschalteten Widerstände. Also das ist ZR plus ZL plus ZC. Und daher kann man das natürlich auch anders aufschreiben, weil wir wissen ja, wie groß ZR, ZL und ZC ist. Wir kriegen also da jetzt, dass das Z gleich ist R plus I Omega L minus I durch Omega C. Denn das sind die Impedanzen für den ohmschen Widerstand, für die Induktivität und für die Kapazität. So wie wir sie da ja gerade verwendet haben. Das ist die Impedanz für den ohmschen Widerstand, für die Induktivität und hier für die Kapazität. Die setzen wir hier einfach ein. Naja, und wenn wir das tun, dann kriegen wir hier natürlich auch gleich heraus, wie groß wird der Betrag von dem Z sein und wie groß wird der Phasenverschiebungswinkel Phi sein. Naja, das Z betragsmäßig erhalten wir dann als den Betrag von R plus I mal Omega L minus 1 durch Omega C. Das ist der Realteil. Die Klammer hier ist der Imaginärteil. Wir kriegen daher für diesen Betrag heraus Wurzel aus Realteil zum Quadrat plus Imaginärteil zum Quadrat. Und andererseits können wir auch gleich ausrechnen, was das Verhältnis von Imaginärteil von Z durch Realteil von Z ist. Der Imaginärteil ist Omega L minus 1 durch Omega C und der Realteil ist R. Und wir kriegen damit entsprechend der Interpretation der komplexen Impedanz für den Betrag ja gleich das Verhältnis der Amplituden. Und für dieses Verhältnis von Imaginärteil zum Realteil den Tangens des Phasenverschiebungswinkels Phi. Also, wir kriegen zwei wichtige Aussagen. Über das Verhalten dieses Wechselstromkreises. Diese Wurzel aus R Quadrat plus Omega L minus 1 durch Omega C zum Quadrat.
diese Wurzel ist gleich dem Verhältnis der Spannungsamplitude zur Stromamplitude. Wenn man eine Spannung mit Amplitude U0 an diese Schaltung mit drei seriengeschalteten Elementen R, L und C anlegt und der Winkel Phi, der sich hier ergibt, der da auftritt in der komplexen Impedanz und der den Phasenverschiebungswinkel zwischen Spannung und Strom angibt, dieser Winkel ergibt sich einfach durch Imaginärteil Omega L minus 1 durch Omega C durch R. Wie sieht das jetzt da aus, wenn man das als Zeigerdiagramm darstellt? Also das zugehörige Zeigerdiagramm. Jetzt werden wir diese Urformen unseres Zeigerdiagramms hier verwenden können. Wesentlich ist, dass man sich bei so einer Serienschaltung klar machen kann, dass durch die ganze Serie hindurch stets ein und derselbe Strom fließen muss. Weil es ja keine Abzweigungen, keine Knotenstellen da drinnen gibt. Also zu jedem Zeitpunkt wird in jedem dieser drei Elemente, der Schaltelemente R, L und C, Ohmscher Widerstand, Spule und Kondensator, der gleiche Strom fließen. Wenn ich also eine Zeigerdarstellung mache, dann werde ich damit anfangen, dass ich einmal in diesem Fall bei der Serienschaltung einen gemeinsamen Stromzeiger einzeichne, der jedem dieser drei Schaltelemente gemeinsam ist. Also ich wähle da einen Ursprung in der komplexen Ebene und ich zeichne hier mal einen Stromzeiger ein, den ich einfach I nenne. Dieser Stromzeiger ist jetzt allen drei Schaltelementen gemeinsam. Na, das erste ist jetzt, dass wir uns überlegen können, wie wird jetzt der Spannungszeiger für den ohmschen Widerstand ausschauen? Also das UR. Naja, UR ist R mal IR und R ist eine reelle Zahl. Das heißt, der ist einfach parallel dazu. Wir kriegen dann hier den entsprechenden Spannungszeiger UR. Parallel zu dem I. Und da schreibe ich jetzt nicht IR oder IL oder IC, sondern einfach I. Weil das der Strom in dem ganzen Kreis ist. Und daher braucht man das nicht mit so einem Index noch zu versehen. Naja, und wir kriegen da natürlich auch sofort die Amplitude dieser Spannung. Das UR ist ja, wie wir da schon aufgeschrieben haben, die Amplitude U0R gleich R mal I0R. U0R ist gleich R mal I0R. Ja? Also so viel für den ohmschen Widerstand. Ganz einfach. Na, wie sieht es jetzt andererseits für das nächste, für die Spule aus? Bei der Spule haben wir ja die Situation, dass die Spannung um 90 Grad voreilt und dementsprechend auch hier natürlich. Also die Spannung an der Spule wird etwa so ausschauen. Und wir haben hier ein UL, um 90 Grad voreilend. Naja, das hat ja, wie wir es hier aufgeschrieben haben, den Ausdruck I Omega L. Also schreiben wir hier auch auf, das ist
I Omega L, das ist die komplexe Impedanz Z, mal dem IL und in dem Fall mal I, weil wir haben nicht zwischen IL, IR und IC unterschieden, es ist ja ein und derselbe Strom. Na und dementsprechend kann man auch sofort sehen, was wird jetzt das U0L sein, also die Amplitude oder die Länge des Zeigers. Ja, der Betrag von I ist 1, so bleibt da stehen Omega L mal I0. Und Sie sehen also, da ist diese Proportionalität zur Kreisfrequenz gegeben. Je größer die Kreisfrequenz ist, desto größer wird bei einem bestimmten Strom die an der Spule abfallende oder anliegende Spannung sein. Nun andererseits beim Kondensator ist es jetzt so, dass da ja eben die Spannung um 90 Grad dem Strom nacheilt, daher wird da hier dieser Zeiger nach unten zeigen, etwa so, vielleicht sogar noch ein bisschen länger. In unserer Darstellung jetzt zeichne ich es halt so. Das ist jetzt das UC. Und dieses UC ist minus I durch Omega C mal I. Ist gleich minus I durch Omega C mal dem gemeinsamen Strom I. Und das hätte ich auch hier realisieren müssen. Wir schreiben auch hier nur I0, weil wir ja eben den Strom nicht mit einem versehen. Und daher wird dann hier auch der Betrag gleich sein U0C ist dann gleich, der Betrag da ist plus, also bleibt nur stehen, I0 Omega C. Sie sehen hier jetzt, mit zunehmender Kreisfrequenz und Frequenz daher dieses Wechselstromkreises wird die Spannung an dem Kondensator dann bei vorgegebenem Strom I mit Amplitude I0 immer kleiner werden. Wenn an einem Widerstand die Spannung bei bestimmten Strom immer kleiner wird, dann bedeutet das ja, dass der Widerstand immer kleiner ist, weil Spannung ist gleich Widerstand mal Strom. Also der Kondensator wird bei zunehmender Frequenz immer geringeren Widerstand kriegen, immer durchlässiger werden, die Spannung wird bei zunehmender Frequenz immer kleiner werden, jedenfalls die Amplitude, während bei der Spule ist es wieder so, wenn die Frequenz zunimmt, dann wird auch die bei einem bestimmten Strom dann an der Spule liegende Spannung immer größer werden und das entspricht einem größer werdenden Widerstand der Spule und das bedeutet, die Spule wird immer sperrender, je größer die Frequenz wird. Na, das haben wir gestern schon einmal kurz besprochen, das entspricht dem Umstand, dass eben die Spulen diese Widerspenstigkeit aufweisen und mit zunehmenden Frequenzen immer schlechter durchlässig werden. Weil der Strom, der da fließen soll und der sich erst aufbauen muss gegen den Widerstand der Lenzschen Regel, das einfach nimmer mehr schafft, wenn die Frequenz immer größer und größer wird. Da baut sich fast kein Strom mehr auf, die Spule lässt nichts mehr durch und wird daher immer sperrender. Also da proportional zu Omega, da proportional zu 1 durch Omega. Da haben wir wieder einen 90-gradigen Phasenwinkel. So sieht das Zeigerdiagramm zwischen Strom und den einzelnen Spannungen in den drei Zweigen aus. Das Ganze
dreht sich wieder mit der Winkelgeschwindigkeit Omega in dieser komplexen Ebene, sprich hier in der Tafelebene. Das ganze Gestell hier ist fix zusammengeklebt sozusagen und dreht sich im Laufe der Zeit mit der Winkelgeschwindigkeit Omega da um den Ursprung im Gegenuhrzeigersinn herum. Verständlich? Die tatsächlichen Spannungen und Ströme liest man ab als Realteile dieser komplexen Zeiger hier. Na, was wir da natürlich jetzt einmal machen können, ist entsprechend dieser Gleichung U ist gleich UR plus UL plus UC. Wir addieren einfach UR, UL und UC. Und also wenn man UL und UC addiert, vektoriell natürlich, dann muss man zu diesem Vektor UL diesen etwas längeren Vektor UC addieren und wir kommen hierher zum Beispiel. Und wenn man dann noch das UR addiert, dann kommen wir da noch vor. Und das wird jetzt entsprechend der Spannungszeiger U sein. Gleich Z mal I. Man sieht also dann aufgrund dessen, dass es letzten Endes hier einen gewissen Phasenwinkel Phi gibt, der jetzt nicht 0 Grad ist und nicht plus 90 und nicht minus 90, sondern ein anderer Phasenwinkel, der sich eben aus diesen verschiedenen Zusammenhängen ergibt, der tritt hier auf. Und diesen Phasenwinkel, meine Damen und Herren, kann man sich unmittelbar hier als Arcus Tangens dieser Größe ausrechnen. Ja? Also das kommt da wunderschön und ganz einfach heraus. Wir haben ja da nichts anderes gemacht, als das, was man eben macht, wenn man die Impedanz auswerten möchte. Man schaut sich hier einen Betrag an und man schaut sich den Phasenwinkel an. Der Betrag, der lässt sich leicht ausrechnen, ist gleich das Verhältnis der Amplituden, U0 zu I0. Und diese Amplitude, die sich da hier ergibt, ist dann die Länge dieses Zeigers U. Die Länge ist das U0. Und andererseits das I0, das ist die Länge des Stromzeigers. Und so hängen Strom und Spannung in dieser Weise einfach miteinander zusammen. Und der Tangens Phi, das haben wir uns ja allgemein ganz einfach überlegt, ist eben Imaginärteil durch Realteil, Sinus durch Cosinus, nicht in der komplexen Ebene, das ergibt sich so. Und daran sieht man jetzt schon, der kann in der einen oder anderen Richtung ausschlagen. Wenn also zum Beispiel das UC betragsmäßig größer ist als das UL wie hier, dann geht es nach unten. Aber wenn sich das so ergibt durch andere Wahl von L und C, dass also das UC etwa kleiner ist als das UL, dann geht es nach oben. Aber es kann natürlich auch sein, das wird Ihnen jetzt schon auf der Zunge liegen, was ist, wenn die beiden den gleichen Betrag haben? Das kann ja, selbst wenn sie die Schaltung nicht ändern, dadurch passieren, dass man ein anderes Omega wählt. Denn das ist proportional zu Omega, diese Amplitude, die ist proportional zu 1 durch Omega. Das heißt, wenn Sie die Frequenz in einer entsprechenden Weise wählen, werden Sie immer erreichen können, dass der Spannungszeiger für die Induktivität, UL, und der für die Kapazität, den gleichen Amplitudenwert, also den gleichen Betrag erhalten. Das kann man ja sofort leicht aufschreiben. Was wird denn da dann passieren? Für welche Kreisfrequenz geht das? Na, da brauchen wir ja nur das Omega L mal I0 gleichsetzen dem I0 Omega C. Na, da fällt uns sofort freundlicherweise das I0 heraus und wir kriegen Omega Quadrat ist gleich 1 durch LC oder natürlich Omega ist gleich 1 durch Wurzel aus L mal C. In dem Fall,
werden diese beiden Zeiger, der nach oben gerichtete Zeiger für die Spannung an der Spule und da für die Spannung an der Kapazität, den gleichen Betrag haben. Na, in dem Fall kompensieren sich die dann komplett weg in jedem Moment. Und es bleibt dann überhaupt nur mehr über, dass der Spannungszeiger parallel zum Stromzeiger I wird, weil die Summe der beiden gibt Null da hier durch die Kompensation. Sie haben das da reine Verhalten eines ohmschen Widerstandes ohne Phasenverschiebung. Das sehen Sie auch sofort hier. Schauen Sie einmal. Denn wir haben ja gesagt, Omega L muss 1 durch Omega C sein. Ja, in dem Fall wird da der Zähler 0. Und wenn der Zähler 0 ist, wird der ganze Tangens gleich 0. Und wann ist denn der Tangens 0? Wenn der Phasenverschiebungswinkel 0 ist. Das heißt, Sie haben genau das auch in diesen Formeln schon drinnen, was Ihnen mit diesem Zeigerdiagramm da unmittelbar herauskommt. Sehen Sie das? Der entscheidende Punkt, den Sie immer wieder sich verinnerlichen müssen, ist, dass wir eben aufgrund dieser einfachen Beziehungen, schon gestern hergeleitet, einen Phasenwinkel von plus 90 Grad haben, um was die Spannung voreilt, vor dem Strom bei der Spule, und minus 90 Grad, um was die Spannung nacheilt beim Kondensator. Na, wenn es voreilt um 90 Grad bei der Spule und nacheilt beim Kondensator, na, 90 und 90 sind 180, müssen sie gegenläufig sein für den Fall, dass sie beide in einem solchen Serienkreis drinnen sind und daher der Strom ja immer allen gemeinsam ist. Na, besonders aufregend ist es natürlich dann, wenn jetzt noch dazu der ohmsche Widerstand R sehr klein wird. Oder wenn man ihn zum Beispiel da überhaupt weglassen würde. Na, ganz gelingt einem das ja nicht. Weil Spulen, so gewickelte Kupferdrähte, haben natürlich auch einen gewissen ohmschen Widerstand, abgesehen von supraleitenden Spulen, die haben wieder eigene Eigenschaften. Aber ganz kriegt man den Widerstand nicht weg, aber man kann eine Schaltung machen, wo der Widerstand relativ klein ist. Ja, was passiert denn in dem Fall? In dem Fall haben wir dann im Wesentlichen nur UL und UC, die gegenphasig sind. Das UR tritt nicht wesentlich in Erscheinung. Na, das bedeutet aber dann, dass ja der Gesamtsummenzeiger dann, wenn die beiden noch gleich werden, also für den Fall dieser Gleichheit Omega ist 1 durch Wurzel aus LC, dass in dem Fall die Gesamtspannung nahe an Null wird. Das bedeutet, für einen bestimmten Strom wird die Spannung sehr klein oder bei einer vorgegebenen Spannung wird der Strom riesengroß sein. Die Serie von L und C wird in der Nähe dieser Frequenz durchlässig, wie ein Stück Draht, ohne irgendeinen Widerstand. Stellt also sozusagen einen Kurzschluss dar, erstaunlicherweise. Obwohl ja der Kondensator an sich, zwischen dem ja entweder ein Plattenvakuum oder eine Isolationsschicht ist, einen unendlich großen ohmschen Widerstand hat natürlich. Aber er ist eben ein Kondensator und da drinnen gibt es Influenzerscheinungen und das führt dann beim Wechselstrom zu dem Verhalten, das wir besprochen haben. Also so eine Serie wird bei dieser Frequenz durchlässig. Daher nennen wir das auch eine Resonanzfrequenz und hier speziell eine Spannungsresonanz oder natürlich eine Serienresonanz, weil es ja bei einer Serienschaltung von L, R und C passiert. Ja? Fragen dazu? Ich halte inne und frage Sie, ob Ihnen das irgendwie mysteriös und unplausibel erscheint. Ich gebe zu,
wie ich in Ihrer Situation war, im zweiten Semester bringt man sowas normalerweise, auch vorher schon, war ich recht hilflos. Und irgendwie habe ich mir gedacht, das ist ein Chaos. Jetzt frage ich Sie, haben Sie dazu irgendwelche Bemerkungen, Fragen? Scheint Ihnen da irgendwas unklar zu sein? Frei heraus. Sie haben jedes Recht, alles zu fragen, gerade im ersten Studienjahr. Ja. Natürlich. Der Betrag von Z ist das Verhältnis von Spannungsamplitude zu Stromamplitude. Sehr wichtig. Sie legen eine Wechselspannung an mit Spannungsamplitude U0 und Sie kriegen dann einen zwar im Allgemeinen phasenverschobenen, aber doch Wechselstrom I heraus mit Stromamplitude I0. Das heißt, der Betrag von dem Z, das hat was zu tun mit einem herkömmlichen, anschaulichen Widerstand. Je größer der Betrag von Z wird, desto größer wird das Verhältnis. Das heißt also zum Beispiel, wenn der Betrag von Z groß wird, dann wird, wenn Sie eine gewisse Spannungsamplitude haben, die Stromamplitude sehr klein. Das Ding lässt nichts durch. Und das ist der Fall bei der Spule. Weil wenn das UL gleich I Omega L mal IL ist, dann gilt für den Betrag von Z nur mehr Omega mal L. Der Betrag von I Omega L ist Omega mal L. Weil der Betrag von I ist 1, der Betrag von der komplexen Einheit. Nicht? Und das heißt also schon, wenn das Omega groß wird, wird dieser Betrag Z groß. Und das bedeutet, dass dann das Verhältnis U0 zu I0 groß wird. Das heißt, die Spule lässt nichts durch, weil gar keine gescheiten Stromamplituden zustande kommen. Ja? Andererseits beim Kondensator ist der Betrag von Z gleich 1 durch Omega C. Mit zunehmender Frequenz wird der Betrag von Z immer kleiner. Damit wird dann der Kondensator immer durchlässiger. Der Betrag von Z gibt Ihnen eben das Verhältnis von U zu I an, U0 zu I0 an und damit das Verhältnis der Amplituden von Spannung und Strom. Hilft Ihnen das? Und das andere, was das Z eben noch kann, ist, dass man mit Imaginärteil durch Realteil von Z den Phasenverschiebungswinkel bestimmen kann. Das heißt, dieses Ding kann noch mehr. Es liefert einem nicht nur das komplette die Verhältnis der Amplituden, sondern es liefert einem auch noch den Phasenverschiebungswinkel. Damit liefert es alles, was man eigentlich haben möchte. Man legt dann so eine Schaltung, eine Spannung an und es ergibt sich ein Strom mit einer entsprechenden Amplitude und einer entsprechenden Phasenverschiebung. Und das kann man alles mit dieser komplexen Amplitude unmittelbar ausrechnen. So wie wir es hier für die Serienschaltung in ein paar Zeilen gemacht haben. Ja? Ich bin dankbar für solche Fragen. Vielleicht haben Sie ein paar andere jetzt auch gedacht, ah ja, das, ich kenne das, ich bin ja auch da gesessen. Glauben Sie, ich kenne das nicht, wie das ist? Schön. Also, ich gehe davon aus, Sie wissen, wie das gemeint war. Und Sie können mit diesen beiden Gleichungen das Verhalten von dieser Serie hier gut beschreiben. Diese Serie wird durchlässig. Aber was das insbesondere bedeutet ist, und das möchten wir hier noch einmal kurz zeigen, Sie haben diejenigen, die in Methoden waren, das schon gesehen. Ich zeige es Ihnen hier noch einmal kurz, weil es so spannend ist. Wir haben hier im Wesentlichen eine Serienschaltung von Kondensator und Spule. Denken Sie also sich im Wesentlichen den ohmschen Widerstand weg, nur Kondensator und Spule. Und wenn wir an diese Schaltung zunächst eine sehr kleine Frequenz anlegen, dann wird also der Kondensator sperrend sein, weil mit kleiner Frequenz ist es so, dass der Widerstand eben 1 durch Omega C ist und daher sehr groß.
Es fällt also die ganze Spannung am Kondensator ab. Da haben wir die Gesamtspannung, da haben wir den Spannungsanteil am Kondensator und an der Spule. Spule ist durchlässig, ein Stück Kupferdraht. Bei so einer niedrigen Frequenz spielt da das mit Spule noch keine große Rolle. Aber der Kondensator sperrt und die Gesamtspannung ist im Wesentlichen fällt komplett am Kondensator ab. Das würde man auch erwarten vom Gleichstrom her. Gehe ich zu einer deutlich höheren Frequenz, ich habe nichts gemacht, als die Frequenz zu ändern. Sehen Sie, dass jetzt am Kondensator fast nichts mehr abfällt und dafür alles an dieser widerspenstigen Spule, die bei der hohen Frequenz nicht mehr mit kann. Jetzt ist es so, dass bei der hohen Frequenz der Spannungszeiger an C sehr klein wird und es bleibt im Wesentlichen nur der Spannungszeiger an L über und daher haben Sie hier praktisch gleiche Anzeigen, wenn die hohe Frequenz ist. Und wenn ich mich jetzt der Resonanz nähere, die da wo dazwischen ist, dann sehen Sie auf einmal, dass in der Nähe der Resonanz es große Spannungen gibt, sowohl an der Spule als auch am Kondensator. Da haben wir 9 Volt, da haben wir 9 Volt, das sind 18, aber insgesamt bleibt es da bei 4 Volt. Also eine paradoxe Situation. Das kommt daher, dass der Strom weiterhin da ist, was er ist, aber diese beiden Spannungen gegenläufig sind und sich entsprechend weitgehend wegkompensieren. Dass da doch noch eine gewisse Restspannung ist, liegt halt daran, dass da nicht wirklich Widerstand null ist, sondern dass wir halt da noch einen kleinen ohmschen Widerstand dabei haben. Dieser Widerstand dient als Vorwiderstand, damit wir bei der Resonanz nicht den Sinusgenerator zerstören. Also Sie sehen hier, starke Spannungsüberhöhung in den beiden Teilen L und C, die aber gegenläufig sind, entsprechend diesen Zeigern und daher die Gesamtspannung viel niedriger. Das wollte ich Ihnen noch einmal zeigen, weil es so wichtig ist, als Erinnerung und Illustration zu dieser Serienschaltung. Und in den letzten Minuten besprechen wir jetzt auch noch die Parallelschaltung von R, L und C. Jetzt haben wir schon so viel gelernt, dass das alles ganz einfach und schnell geht. Parallelschaltung R, L und C. Wir führen das gleichartig durch. Wir haben da wieder eine Wechselspannungsquelle U und an der hängen jetzt parallel ein ohmscher Widerstand R, eine Spule L und ein Kondensator C. Was hier jetzt wichtig ist, während bei der Serienschaltung durch alle Teile der Schaltung der gleiche Strom immer durchgeflossen ist, liegt hier an allen diesen Elementen die gleiche Spannung U. Jetzt wieder gleich als komplexe Größe hier überlegt, weil das eben die Spannung ist, die von diesem Generator hierher kommt. Aber wir haben hier einen Gesamtstrom I, der sich aufteilt in ein IR, in ein IL und in ein IC. Und wir haben also jetzt die analoge Situation wie da, nur jetzt ist es so, dass wir bei der Parallelschaltung haben, dass das I gleich ist IR plus IL plus IC. Die Ströme addieren sich. Das kann man also sofort aus den Kirchhoff-Gesetzen sich überlegen mit der Knotenregel.
Und gemäß den Kirchhofgesetzen gilt jetzt auch das, dass wenn man die Widerstände parallel schaltet, addieren sich die Reziprokwerte. Also es gilt 1 durch Z ist gleich 1 durch Z1 plus 1 durch Z2 plus 1 durch Z3. Man kann das genauso durchführen, ausgesprochen angenehm. Also das heißt, man kriegt hier insgesamt heraus, dass das 1 durch Z gleich ist. Das 1 durch ZR hätte ich schreiben sollen. Das ist einfach 1 durch R. Dann 1 durch Z2, das ist das ZL. Das ZL ist I Omega L und dementsprechend kommt da heraus 1 durch I Omega L. Und dann haben wir da hier noch das ZC, das ist minus I durch Omega C, aber der Reziprokwert ist dann, wenn man sagt, das ist gleich 1 durch I Omega C, kommt also dazu plus I Omega C. Naja, und damit kriegt man natürlich sofort auch heraus, wie groß Z ist. Aber es ist nicht ganz so einfach. Man muss ein bisschen besser, ein bisschen mehr rechnen. Man kriegt hier ja nur 1 durch Z heraus. Aber man hätte gern Z. Und das macht man so, dass man ganz allgemein so vorgeht, wenn man 1 durch A plus IB hat, und das ist irgendeine komplexe Zahl, dass man dann so vorgeht, dass man erweitert mit A minus IB durch A plus IB mal A minus IB. Und das A plus IB mal A minus IB ist einfach A Quadrat plus B Quadrat. Und man kriegt damit heraus A minus IB durch A Quadrat plus B Quadrat und kann damit diese reziproke Zahl wieder in eine Zahl mit Realteil und Imaginärteil umwandeln. Das ist also ein Trick, den man bei den komplexen Zahlen anwenden kann. Wenn man das anwendet und ein bisschen herumrechnet, dann kommt man da drauf, dass man für den Betrag von Z, das Zeichen jetzt schreibe ich da daneben auf, den Betrag von Z in dem Fall erhält, ich schreibe es nur auf, sowas muss man sich auch nicht auswendig merken, 1 durch Wurzel aus, und da steht jetzt drinnen 1 durch R Quadrat, und dann plus, und dann weiter Omega C minus 1 durch Omega L, und das Ganze zum Quadrat. Das ist der Betrag von Z, und das ist natürlich wieder gleich U0 durch I0. Na, und den Tangens Phi kriegt man auch auf diese Art und Weise heraus, aber es ist eben ein bisschen eine Rechnerei, aber keine komplizierte. Das ist minus R mal, und da steht dann Omega C minus 1 durch Omega L. Wieder kriegt man auf diese Art und Weise das Verhalten dieser Parallelschaltung heraus. Das ist wieder Imaginärteil minus durch Realteil. Minus R mal Omega C minus 1 durch Omega L. Naja, und wie schaut jetzt das entsprechende Zeigerdiagramm aus? Entsprechendes Zeigerdiagramm. Und da ist es jetzt wieder wichtig, sich klar zu machen, was denn jetzt hier die diesen Widerständen hier gemeinsame Größe ist. Na, das ist die gemeinsam an allen anliegende Spannung. Diese Spannung ist es jetzt, die wir da mal reell auftragen,
vom Ursprung aus tragen wir hier die Spannung U auf. Und wieder müssen wir uns jetzt anschauen, wie schauen denn jetzt die Ströme aus? Die Ströme rechnen wir jetzt aus als I ist gleich U durch Z. So wie U gleich Z mal I ist. Aber jetzt rechnen wir zu den Spannungen die Ströme aus. Naja, da kommt einmal der Strom durch die Induktivität. Na, der Strom eilt der Spannung bei der Induktivität hinterher. Das heißt, der Stromzeiger für die Induktivität wird jetzt da nach unten zeigen. Das ist jetzt ein IL. Und andererseits, der Stromzeiger für die Kapazität wird nach oben zeigen. Das ist das IC. Weil wir haben ja gesagt, der Strom eilt der Spannung voraus bei der Kapazität. Der Strom eilt der Spannung nach um 90 Grad bei der Induktivität. Wieder haben wir hier nicht zu vergessen, dass das Ganze sich mit der Winkelgeschwindigkeit Omega in der komplexen Ebene dreht. Na und beim ohmschen Widerstand haben wir natürlich wieder wie da ganz oben, dass die einfach parallel zueinander liegen. Hier haben wir dann das IR. Wir haben eine Spannung an allen, einen phasengleichen Strom durch den Widerstand und dann phasenverschobene Ströme durch die Kapazität und durch die Induktivität. Und wieder gibt es da natürlich entsprechende Beträge, die ich aber jetzt aus Zeitgründen nicht mehr so genau einschreibe. Wesentlich ist aber, dass man wieder aus den drei Stromzeigern, die sich ja jetzt gemäß I ist gleich IR plus IL plus IC zusammensetzen, einen Gesamtstromzeiger kriegt. Wenn man zu dem Zeiger den addiert, kommt man vielleicht circa daher und dann haben wir den dazu zu addieren und wir kommen hier zu einem Stromzeiger I. Ich möchte übrigens erwähnen in eigener Sache, in unserem Buch ist bei einem der beiden Diagramme ein Irrtum, der in der zweiten Auflage beseitigt wurde, wo dann dieser Stromzeiger oder was der Spannungszeiger nicht korrekt wiedergegeben wird, nur dass Sie sich nicht wundern. Das Buch hat in dem Fall nicht recht, sondern das ist hier die richtige Darstellung. Also man kommt zu einem gesamten Stromzeiger und wieder hier zu einem Phasenverschiebungswinkel zwischen Spannung und Strom, den man sich wieder mit dieser Beziehung für Tangens Phi ausrechnen kann. Und die gesamte Impedanz kann man auch ausrechnen. Und wiederum zeigt sich, dass für eine gewisse Frequenz beziehungsweise bei einer gewissen Kombination von Kapazität und Induktivität diese beiden Zeiger gleich lang werden. Dann tritt wieder eine Resonanz ein. Und das passiert in analoger Weise wieder bei Omega ist gleich 1 durch Wurzel aus L mal C. Nur in dem Fall sprechen wir jetzt von einer Stromresonanz, weil die Ströme in diesen beiden Zweigen, in L und C, gegenphasig werden, so dass das gesamte System praktisch undurchlässig wird. Denn schauen Sie, wenn Omega C gleich 1 durch Omega L wird, das ist genau dieser Fall, fällt das weg. Ja, und wenn man jetzt das R sehr groß macht, indem man gar keinen Widerstand drinnen hat, das ist ja in dem Fall, dass er unendlich groß wird, dann ist er praktisch nicht drinnen in der Schaltung, wenn man ihn herausnimmt. Dann wird das reine LC-Glied praktisch sperren. Dann wird diese Impedanz sehr groß. Sie haben nur in den beiden Teilen L und C große Ströme, aber fast keinen Strom in der Zu- und Ableitung. Also da spricht man von einem Schwingkreis,
mit dieser Resonanzfrequenz und auch von einem Sperrkreis, weil dieser Kreis undurchlässig wird. Wir haben hier eine Stromresonanz, beziehungsweise eine Parallelresonanz. Und das kann man auch, ich wiederhole noch ein Experiment von den Methoden, sehr schön zeigen, indem wir hier über einen ohmschen Widerstand, der als Vorwiderstand wieder dient, einmal eine Spule anschließen und parallel dazu einen Kondensator anschließen. Und wir machen das jetzt einfach mit Netzspannung, 50 Hertz. Und da sehen Sie zunächst einmal so, wie es ausschaut. Bei der gegebenen Situation geht, wie Sie aus den Lämpchen hier sehen können, praktisch der ganze Strom durch die Kapazität. Die Spule mitsamt diesem Eisenkern hat eine so hohe Induktivität, dass sie für diese 50 Hertz schon zu einer Drosselspule wird, keinen Strom praktisch durchlässt. Verringere ich jetzt die Induktivität, indem ich das Joch praktisch entferne. Jetzt wird die Induktivität viel kleiner. Jetzt ist das keine Drossel mehr. Jetzt läuft sogar praktisch der ganze Strom durch die Spule. Und der Kondensator sperrt, weil jetzt der Kondensator eben noch, für den ist das jetzt noch eine Frequenz, die im Verhältnis dazu zu klein ist und er lässt nichts durch. Aber was eben besonders spannend ist, ist, wenn man jetzt den Weg dazwischen wählt, indem ich dieses Joch etwas wegkippe und damit die Induktivität schrittweise ändern kann. Und Sie sehen in dem Fall sehr hohe Ströme, sowohl durch Induktivität als auch durch Kapazität, aber fast kein Strom durch das Gesamtsystem. Jetzt haben wir die Resonanz. Zu dieser Resonanz haben Sie hier die gegenläufigen Ströme durch L und C, die sich so wegkompensieren, dass durch das Gesamtsystem praktisch nichts durchtritt. Das nennen wir die Stromresonanz und diese Resonanz ist für uns jetzt der Ausgangspunkt, uns mit dem Verhalten von Schwingkreisen auseinanderzusetzen. Denn im Wesentlichen haben wir nur mehr diesen LC-Kreis zu betrachten. In dem spielt sich die ganze Aktion ab. Durchfließt praktisch nichts mehr und die Eigenfrequenz dieses LC-Kreises ist 1 durch Wurzel aus LC. Eine wesentliche Einrichtung, mit der man elektrische Schwingungen bestimmter Frequenzen herstellen kann. Davon aber mehr kommenden Montag, wenn wir über elektrische Schwingkreise sprechen werden, als Ausgangspunkt für die Beschäftigung mit elektromagnetischen Wellen. Schönen Feiertag, wir sehen uns am Montag. Danke.